3, 2, 1, verkackt. Mara, du bist ein Arschgesicht. Du bist ein komplettes Arschgesicht, Mara. Ich sag doch, 3 Sterne reichen schon, um zu verkacken. Ich merk schon. In der letzten Folge von Kirby und das magische Garn. Wie auch immer die diesen fetten Robo-Kirby auf die Mondbasis hochbekommen haben, ist mir auch komplett egal. Auf jeden Fall sind wir mit einer geringeren Schwerkraft über den Mond geflogen, mit dem abgehobenen Robo-Kirby. Und wir haben auch wieder ziemlich viele Minigames gezockt. Und es ist noch kein Ende in Sicht bei den Mara-Minigames. Das letzte Level, äußere Ringe, hier in Stoffland steht an. Ja, in Gesamtstoffland, das letzte Level steht an. Und natürlich auch das letzte Level in Kosmoland. Ja, ganz klar. Aber hauptsächlich ist natürlich hier wichtig, dass das letzte Level in Gesamtstoffland sein wird. Also, ja. So sieht's aus. Jetzt müssen wir hier natürlich schauen, in diesem Raketenlevel, dass wir die ganzen Meteoriten und so abfangen, weil... Ja, die geben uns ganz gut Juwelen, Perlen, wie auch immer. Ich habe immer Juwelen gesagt, obwohl sie halt eigentlich Perlen heißen. I'm so sorry, guys. Ja, ich hoffe, ihr steinigt mich dafür jetzt nicht. Ja. So sieht's aus. Und hier ist auch direkt der 2-Sterne-Badge. Ich glaube, das ganze Level besteht tatsächlich nur aus Raketen-Kirby. Ja, kann ich mit leben. Kann ich mit leben. Und was kommen hier für Dinge raus? Brechen die gleich durch den Hintergrund durch? Ja, ist tatsächlich so. Die brechen einfach mal durch den Hintergrund durch. Ja, moin. Alles klar. Alles klar. Ach so, lol. Der Saturnständer, die Ringe um den Planeten dieses Ständers leuchten nur nachts. Ja, die droppen einfach mal random diese geilen Objekte. Und man hat, glaube ich, keine Anzeichen darauf gesehen, dass der das überhaupt bei sich trägt. Also so gut wie es geht, alle besiegen. Oder wie jetzt? Ist es jetzt reines Luck, ob ich den treffe, der sowas dabei hat? Oder wie sieht's aus? Ich weiß es nicht. Wir werden es rausfinden im Laufe des Levels, schätze ich. Ja, hier sollte ich aber auf jeden Fall aufpassen. Oh mein Gott. Wow, jetzt wird es hier langsam echt risky. Ja, die Dinger, die sind auf jeden Fall risky. What the hell? Ich schätze mal, hier kommt gleich noch so ein Ding raus, oder? Nee, nix. Oh. Ich dachte eigentlich, dass da jetzt eventuell so ein Dings rauskommt. Aber nee, anscheinend nicht. Also so ein Sammelobjekt, ne? Ihr kennt euch alle aus, was ich meinte. Ihr kennt euch natürlich alle aus, was ich meinte. Ist es selbstverständlich. Ja. Genau das meinte ich. Ist doch selbstverständlich. Oh, ja, lol. Hier sind die Saturn-Donuts. Diese merkwürdigen Donuts riechen, als wären sie aus einer anderen Welt. Ja, naja, der Saturn ist jetzt nicht unbedingt... Ja, er ist eine andere Welt, aber jetzt nicht so weit weg. Ne, ich meine, Saturn ist ja noch immer in unserem Sonnensystem. Ja. Wir wollen ja hier jetzt auch mal nicht klugscheißern, ne? Sorry dafür, Leute. Nicht klugscheißern, es tut mir leid. Oh, Cracko! LOL, als ob Cracko am Start ist. Wie geil ist das denn? Als ob wir gerade gegen Cracko kämpfen. Als ob der auch noch einen Auftritt bekommt. Ey, ist ja voll geil. Der Typ ist ja eigentlich immer nur in den richtigen Kirby-Spielen, in Dreamland und so am Start. Und das ist ja nicht Dreamland. Aber anscheinend gibt es auch hier so wie diese Wispy Woods Verarsche in diesem einen Mysterienwald da. Gibt es hier anscheinend auch so ein Cracko-Fake. Ey, das ist ja ultra geil. Ey, das feiere ich gerade voll. Feiere ich gerade echt voll. Auch wenn es natürlich ein relativ einfacher Kampf wieder ist. Ich meine, er ist schon wieder down. Aber hier ist die Musik der äußeren Ringe. Voll geil. Voll geil. Feiere ich richtig hart. Respekt dafür an die Entwickler. Cool. Einfach mal ein Kampf gegen Cracko. Geil. Hätte ich nicht mehr mit gerechnet, hier im letzten Level nochmal fett rausgehauen. Geil. Ja, und jetzt heißt es wieder Minigames, Minigames, Minigames. Ja, ja, Leute. Es heißt wieder Minigames Action. Wir haben alle Sammelobjekte hier in Stoffland.
Wir haben generell Stoffland zu 100% abgeschlossen. Jetzt fehlt noch eine Welt und das ist Dreamland. Der werden wir uns dann wahrscheinlich im nächsten Part widmen. Jetzt geht's erstmal zurück nach Felsingen. Level 13 bei Pizza Peter steht an, besiege 30 Gegner in einer Minute. Und hier sind wir tatsächlich schon bei Schwierigkeitsgrad 4. Wow, okay, also ich bin mal sehr gespannt, das könnte wirklich kompliziert werden. Mal gucken hier in der Sternenallee, wo natürlich wieder 10.000 Kometen runterregnen. Wird's natürlich schwer, verstehe ich, dass man da eventuell eine 4-Sterne-Wertung raushauen könnte. Und spawnen die Gegner hier jetzt auch einfach dauerhaft? Oder wie sieht's aus? Ja, sieht so aus, ne? In welcher Zeit sollen wir das nochmal machen? Ich weiß es jetzt gerade nicht auswendig. Oh. Upsala. Upsala. Ja, komm, du kannst weg. Ja, generell die ganzen Dudes können weg. So sieht's aus. So. Dann stören uns die Dinge schon mal nicht mehr. So, erstmal hier fett abgeräumt. So, warte. Einmal darüber. Ja, nee, komm her. Ja, komm, einer noch. Wo ist der letzte? Da ist er. Easy. Gar kein Thema. 4 Sterne, aber waren es schon wert, doch. 4 Sterne waren es schon wert. Mal gucken. Pizza Peter hat kein weiteres Level für uns. Oh, damn. Pizza Peter hat kein weiteres Level für uns. Na, sowas aber auch. Das ist ja sehr interessant. Ein Meta-Knight-Stoff. Aha, geil. Dankeschön, lieber Herr Pizza Peter. Wann schaltest du denn dein nächstes Level frei? Nach Wispies Wald. Okay. Nach Wispies Wald also. Naja, aber wir haben ja noch ein paar Races gegen Mara. Also das sollte kein Thema sein, dass wir hier den Part noch gefüllt bekommen, denke ich. Und ansonsten machen wir mal ausnahmsweise in etwas kürzeren. Ja, ist auch okay. So, jetzt haben wir hier das 6. Level bei Mara. Das ist ein Racing-Level. Natürlich, so wie man es von Mara kennt. Und ein 3-Sterne-Level. Schauen wir mal, was dieses 3-Sterne-Level so drauf hat. Man muss natürlich aufpassen, was hier abgeht. Ich meine, 3 Sterne ist jetzt nicht ohne. Kann sein, dass das... Ich glaube, das ist ihr erstes 3-Sterne-Level, ne? Ich glaube tatsächlich schon. Okay. Ja, dann passen wir ein bisschen auf, was wir hier machen. Vielleicht ist sie ja tatsächlich nicht so schlecht in diesem Level. 3, 2, 1, was? Wenn man getroffen wird, muss man ernsthaft kurz warten. Willst du mich verarschen? Man bekommt eine Strafzeit. Was ist das denn? Man bekommt eiskalt eine Strafzeit. Wenn die einmal vor einem ist, hat man doch schon fast... Ach so! Jetzt verstehe ich auch, warum die immer so lange braucht teilweise. Weil die eine Verschnaufspause braucht, die Olle. Ja, moin. 3, 2, 1, 0. Ja, moin. Sie hat gewonnen. Lol. Okay, jetzt haben wir es geschafft. Zwar wieder nur knapp, aber geschafft. Also man sieht schon, die Races werden auf jeden Fall schwerer. Ja, mal gucken, wie lustig das wird, wenn es nachher dann 4-Sterne-Races gibt. What? Was soll das denn dann werden, bitte? Naja. Aber jetzt hat sie erstmal, okay, irgendeinen roten Stoff für uns. Rotes Tuch, genau, ja. Das hatten wir ja auch schon in grün. Sieht ehrlich gesagt aus wie so ein billiger Weihnachtspulli. Klischee-mäßig. Ja, erstmal in der Lava-Wüste noch ein 3-Sterne-Level. Ich glaube, ja, es geht auf jeden Fall hoch bis 4 Sterne. Sollte es zumindest. Hoffe ich. Weil ansonsten wird es bitter, wenn ich den Part nicht gefüllt bekomme. Ich will nämlich eigentlich noch nicht mit Dreamland anfangen. In diesem Part jetzt. Ne? Will ich ehrlich gesagt wirklich noch nicht. Und sie kann da einfach oben drüber fliegen, oder was? Ja, moin. Da müssen die Entwickler aber wirklich genug Zeit lassen. Sonst ist es ja komplett unfair, wenn sie da so einen geilen Weg nehmen kann. Und ich kann das nicht. Ne, mein. Wo sind wir denn hier? Ist ja komplett lächerlich. So.
Und jetzt sollten wir da auch schon zum Ziel langsam kommen. Mara ist im Anflug. Aber wir haben es gerade noch so geschafft. Aber ich muss sagen, die 3-Sterne-Level sind alle ziemlich close am Ziel. Also, ja, das ist close. Ich achte jetzt jedes Mal schon am Ende, okay, bitte kündig noch ein Level an, bitte kündig noch ein Level an. So. Sie haut für uns irgendeinen Flammenstoff raus. Ja, ist jetzt nicht so mein Ding. Aber ist okay. Weiter geht's mit der Hoppla-Höhle, auch nur 3 Sterne. Aber wie gesagt, 3 Sterne haben wir ja gerade gesehen. 3 Sterne reichen auch vollkommen aus, dass wir verkacken. Bei Mara. Mara hat schon einen guten Schwierigkeitsgrad und ich muss sagen, die Mara-Level, die gefallen mir auch extrem gut. Also besser als die Bize-Peter-Level zumindest. Wobei die Bize-Peter-Level, die einen, die so ganz speziell sind, wo man so in ganz, ganz kurzer Zeit so mit speziellen Challenges halt auf eine spezielle Art und Weise die Typen besiegen muss. Die Challenges finde ich wiederum schon sehr interessant. Und jetzt müssen wir hier ganz kurz warten. Das ist natürlich auch unfair, weil sie dem ganzen Spaß natürlich einfach mal ausweichen kann. So, hier müssen wir natürlich ein bisschen Glück auch haben, dass wir hier nicht komplett zerstört werden. Ja, moin. Okay, soviel zum Thema. Wir müssen ein bisschen Glück haben, dass wir nicht komplett zerstört werden. 3, 2, 1, verkackt. Mara, du bist ein Arschgesicht. Du bist ein komplettes Arschgesicht, Mara. Ich sag doch, 3 Sterne reichen schon, um zu verkacken. Ich merk schon. Okay, Mara, du Arschgesicht. Dieses Mal ziehen wir dich ab. Zwar wieder nur extrem knapp. Das ist... Wie sollen das bei den 4-Sterne-Leveln werden? Wie viel knapper soll es denn da noch werden, ey? Kommt jetzt ein 4-Sterne-Level? Wenn ja, dann... Hilfe. Also, dann bin ich aber mal sowas von am Arsch. Okay, der Stoff sieht ganz nett aus eigentlich. Vampino, okay. Das sieht cool aus, sieht cool aus. So, und jetzt ein... Nee, noch ein 3-Sterne. Okay, Dino-Dschungel. Dino-Dschungel komme ich klar mit. Dino-Dschungel kann man gut durchracen, wenn man die Route kennt. Wenn man sie kennt. Ne, kennt ihr alle aus. Okay, kenne ich die Route hier, ist die Frage. Kenne ich sie? Ich hoffe einfach mal, dass ich sie kenne. Diese blöden Schnecken hier gehen mir auf den Sack. Das heißt, einfach mal ignorieren. Boah, okay, der Dino-Dschungel ist aber auch extrem verzwickt. Und hier muss ich aufpassen, dass ich nicht getroffen werde von irgendwas, egal von was. Kannst du mal wieder verschnaufen, Mara? Jetzt mal ernsthaft, ey, die ist mir ein bisschen zu schnell, die Gute. Wow, die ist mir echt ein bisschen zu schnell. Die ist mir echt ein bisschen zu schnell. Was geht da ab? Okay, das muss ich wirklich perfekt hinbekommen. Ja, 3, 2, 1, das war's. Einfach durchracen durch den Dude. Na, das habe ich jetzt noch ganz gut erwischt eigentlich. Könnte sich ausgehen. Aber ganz knapp wieder. 4 Sterne, bitte nein. Also, echt nicht, nein. Jetzt ist es wahrscheinlich an der Zeit für ein 4-Sterne-Level, ne? Ich sehe es schon kommen, Leute. Ich sehe es schon kommen. Und da zerstört die mich einfach komplett. Okay, das ist irgendein komisches Muster. Ja, whatever. Ich bin einfach nur gespannt, was jetzt kommt. Komm. Nee, Spielzeugfeld. Noch immer 3 Sterne. Okay, die hat noch einige mehr Level, als ich gedacht habe. Wir füllen den Part auf jeden Fall schön. Alles gut, alles gut. Dann, 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 dann. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Wow, jetzt wären wir fast noch aufgedingst worden. Jawohl. Genau das meinte ich. Aufgedingst, ja, vor allem aufgedingst. Ich glaube auch aufgedingst. 3, 2, 1... Das wären eventuell schon 4 Sterne wert gewesen. Außer sie wartet oft genug, dann nicht. Wenn sie oft genug wartet, dann sind es keine 4 Sterne, ansonsten schon.
Ja. Moin. Wahrscheinlich brauche ich die Ente nicht mal, oder? Oder doch? Ich brauche die Ente. Warum, Alter? Ich brauche sie eiskalt. Ey, das Level, ne? Okay, die Ente ist im Anflug, Leute. Okay, stellen wir uns ganz schnell drauf. Damit wir Mara noch rasieren können. Jo, geschafft. Ja. Und jetzt wird es Zeit für 4 Sterne. Komm, ich will schon, ehrlich gesagt, wissen, wie viel schwieriger sie bei 4 Sternen ist. Ich will das jetzt wissen. Komm, das ist jetzt ein 4-Sterne-Level, ich sag's euch. Bitte. Bitte. Komm schon, sagen wir, es ist ein 4-Sterne-Level. Aber mir macht's nur ein bisschen Angst, dass das jetzt das Spielzeugland war. Nee, das ist ja nicht nach Reihenfolge, ne? Ist ja nicht nach Reihenfolge. Pilzfeld. Pilzfeld. Entschuldigung dafür, musste ich mal kurz kotzen. Pilzfeld ist ätzend. Da müsste ich jetzt die richtige Route wissen und die kenne ich nicht. Die richtige Route im Pilzfeld kenne ich nicht. Und das fuckt mich auch gerade ein bisschen ab, ehrlich gesagt. Weil es im Pilzfeld halt dezent asozial ist. Wenn man nicht die richtige Route kennt. Oder nee, das ist nicht mal... Es ist zum Glück nicht der Abschnitt, den ich gedacht habe. Den sie sonst immer überall verwenden. Nee, zum Glück ist es nicht der Abschnitt. Ansonsten wäre es ja ultra unfair. Ich meine, sonst wäre es ja nicht schaffbar. Also was? Das war's schon. Ach so. Ja, wenn es das schon war, dann ist es natürlich was anderes. Okay. Alles klar. Ich dachte natürlich, das geht noch ein bisschen weiter. Anscheinend nein. Ja. Hi, wie geht's dir? Du hast nochmal Stoff für mich. Sehr geil. Ah ja, wieder ein braunes Zahnmuster, beziehungsweise braune Sterne, wie man es auch immer nennen will. Und ich muss... Was war das, Alter? Ja, im Zuckerpark nochmal die Ziellinie überqueren. Im 12. Level. Sag mal, haben die Entwickler bei der einfach gefühlt jedes Level reingepackt? Oder was ist da los? Ist ja unnormal viel hier. Und wir sind erst im Zuckerpark. Das stimmt doch etwas nicht. Haben die Entwickler bei ihr so viel reingepackt? Sieht ja fast so aus, ne? Ich glaube, das geht nämlich doch nach Reihenfolge. Wir sind ja... Die Zuckerwelt war doch die 3. Welt, oder? Ey, Leute! Wenn das so weitergeht, dann erwartet uns hier noch einiges. Und das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Und das kann ich euch auf jeden Fall mal sagen. Okay, jetzt haben wir verkackt. Okay. Wow, ich dachte, ich kann ein bisschen abkürzen. Nö. Forget it, denkt sich das Spiel. Forget it, Raffi. Ja, forget it, Raffi. Ja, genau das denkt sich dieses bekiffte Spiel, Alter. Genau das und nichts anderes. Komm, ich will diesen Loose Screen gar nicht sehen. Okay, jetzt sind wir ein bisschen weiter immerhin. Ja, genau, wir prallen natürlich ab. Geh klar, du scheiß Spiel. Mara gewinnt den Spaß natürlich wieder, ne? Weil du so lustig bist, du Kackdrecksspiel. Ja, natürlich. Sie wartet nochmal extra vom Ziel. Ja, moin. Okay. Das sind eindeutig schon mal 4 Sterne. Okay, jetzt sieht's schon ein bisschen besser aus. Na komm, lass mich noch wenigstens ins Ziel kommen. Dankeschön. Was wird das, wenn es fertig ist, Alter? Und das sind noch 3 Sterne. Ich glaube, ich verzweifle hier. Ich glaube, ich verzweifle hier noch. Ey. Die Entwickler, glaube ich, hatten nochmal richtig viel Spaß hier bei Mara. Ich merke schon. Heilige Kacke. Jetzt hauen sie nochmal richtig auf den Dampf hier. Ach, ja, ein Keksmuster. Wunderschön. Und jetzt check ich nochmal ganz kurz aus. Hier, Dorf der Musik, ein letztes Level. Weil irgendwie müssen wir ja weiterkommen hier bei Mara. Ne? Irgendwie müssen wir weiterkommen. So, als erstes die Ziellinie überqueren. Ich weiß, sorry Leute, ist wahrscheinlich ein bisschen langweilig. Die ganze Sache hier zum Zuschauen. Ich weiß, aber zu den 100% gehört es halt leider dazu. Und da kann ich nichts machen.
So, ich versuche hier halt auch so schnell wie es geht durchzukommen. Ich hoffe, das merkt ihr. Ich gebe mein Bestes. Auf jeden Fall. Und jetzt, jawohl, fett wieder Noten spielen. Ne? Mara kann ja einfach wieder mal durchracen. Ja, mit Vollspeed. Ohne, dass man überhaupt eine Chance hat, dass man sie einholt. Na komm, gib Vollgas. Du Kackding. Aha. Ja, und hier kürzen wir ganz kurz mal ab, weil die Abkürzung nimmt Mara zum Glück nicht. Ja, sehr schön. Weg mit dir, mein Freund. Zack. Diese tolle... Ach so, lol. Ich dachte, ich muss da hoch. Ja, moin. Ja, wenn man natürlich weiß, dass man hier rüber muss, dann ist es kein Problem. Ich meine, ich habe doch erwartet, dass das Ziel da oben ist, ey. Arg. Es nervt. Okay, aber jetzt beenden wir den Part wirklich, egal ob sie noch neue Level hat. Das ist mir jetzt auch wurscht. Ja. Jetzt haben wir hier irgendein Puzzle-Dings-Bums-Dings da. Genau. Okay, was für ein Level hast du jetzt am Start? Noch immer 3 Sterne. Ey, Leute, das dauert noch ewig. Wir sind jetzt erst am Plätscherstrand. Das dauert noch ewig bei Mara. Wow, was geht ab mit den Entwicklern? Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.